Und damit ist das Let's Play gestartet. Für alle Freunde, die etwas später gucken, den Livestream nicht schauen konnten, möchte ich euch heute hier in Nuka World begrüßen mit den Fallout Legends und eurem Quincy. Ich begrüße euch mal alle zusammen mit einem Hallo, weil es doch sehr viele sind. Die müsste ich tatsächlich dann in jedem Let's Play vorlesen. Ich suche den Erik. Da, wo es grün leuchtet. Da hinten. Danke, Erik. So läuft das. Hier in den hübschen Wagen drin. Ah, nice. Betty. Hey, Betty. Betty, schau mich an. Betty. Ein neues Gesicht. Hi, Betty. Schön, dich zu sehen. Ich bin Betty. Hi, Betty. Was will ich tun? Was für Waren hast du? Oh, ich verkaufe die wunderbarsten Sachen, die deine Augen vor Freude leuchten lassen. Na los. Sieh dir gerne in aller Ruhe meine Auswahl an und sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst. Ja. Oh, ich verkaufe die wunderbar. Sieh dir gerne in aller Ruhe meine Auswahl an. Und sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst. Ich bin Betty und mir gehört der Laden. Mein Papa hat mich immer Missy genannt. Missy? Wegen der ganzen Missgeschichte. Ach so. Vielleicht hatte er recht, aber ich mag Betty. Oder vielleicht Sunny, weil ich der totale Sonnenschein du bin. Du siehst auch wirklich aber sehr sonnenverbrannt Betty aus, Betty. Dabei können wir bleiben, Schätzchen. So, du bringst Pech? Was für Pech? Tod. Das hat zumindest Papa gesagt. Okay. Mama hat es nicht geschafft, als ich unterwegs war. Ah, es war ja nicht meine Schuld. Ich hätte das ganz anders gemacht, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Und bist du gerade mit Betty? Ja. Sie hat mir gerade von... Auch. Das heißt, wir haben das geändert. Anscheinend kannst du mit mehreren Leuten jetzt auf den Händler zugreifen. Positiven. Wie kann ich dir sonst auf den Händler zugreifen kann ich gerade nicht. Ich kann nur mit ihr quatschen. Ah, okay. Deswegen, ich wollte gerade gucken, was sie im Angebot hat. Ich bin eine Einheimische. Einheimischer geht's gar nicht. Ich wurde bei der Belching Betty geboren. Aber ich wollte schon immer die Bei der Belching Betty ist sie geboren, deswegen. Kirmes vorbei. Also die ist hier unten im Eschib geboren. Sieht doch sehr gut aus in ihrer zarten Haut. Doch, attraktiv. Die Sonnenbrille holt alles raus. Magst du Kirmes, Betty? Alle sind so gastfreundlich. Ich mag meine neue Familie. Pete muss ich auch noch kennenlernen. Er scheint wirklich nett zu sein. Er hat immer die lustigsten Geschichten über Kreaturen in der Gegend. Lexi hat eine komische Nase hier. Mhm. Zum Beispiel nackte Pilzmeerschweinchen, die auf zwei Beinen zu ihm gehen. Nackte Pilzmeerschweinchen? Oder fliegende Todeskrallen mit Gas. Was ist denn das? Oder dieses Monster, das den Achterbahnaufbau verhindert. Geh zu ihm, er ist ziemlich kreativ. Gericht. Teuer Vollmond, schmeiß ich jetzt mit einem Hackebeil ab. Gut, klar. Ja, gut. Schon okay, war schön mit dir zu reden. Ich wollte mal gucken, was sie jetzt im Shop hat. Oder einfach nur ein ich kann das aber nur... Also du kannst nur alleine drauf zugreifen. Ich warte so lange, bis Lexi fertig ist. Ich war nur nicht Chanel genug. Was? Du musst quatschen mit ihr gerade. Ja, ich kann aber nicht. Ich kann sie nicht handeln. Strahlendes Lächeln. Jetzt kann ich mit ihr handeln. Probier dann. Warte mal. Nee, ist gerade beschäftigt, Lexi. Okay, ich warte so lange. Ich mach nichts. Ich bin ja, raus. Da ist noch ein anderer. Da kannst ran. Ja, wenn nicht, Thorsten Hitten ist noch der Medizin-Tante, Mann, Frau. Ja, alles gut. Kein Problem. Ist ja auch nicht so schlimm. Baupläne hat sie nicht. Munition auch nicht. Schrott hat sie. Todeskralleneier. Na, nice. Also Baupläne hat sie jetzt hier nicht. Niet. Die hat Hilfspläne, aber verkaufen kannst du natürlich, ne? Übrigens, Minerva ist in Fort Atlas und hat heute Dornrüstung und so hat alles im Angebot. Die Solarrüstung. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, die Tomatenrüstung habe ich ja. Karamell-Mutterbeeren habe ich. Nice. So, Kleidung. Was kann ich verkaufen?
Das Rad, das Event hier in den großen Kürbisfeld beginnt jetzt. Ah. Ja, los denn. Das Rad. Und ich bin das, was wir neu erfinden müssen. Ich hab die Regeln vergessen. Erklärst du sie? Drückt auf den Knopf, um das Rad zu drehen. Oh, und die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Enden. Okay, dann drücken wir auf den Knopf, um das Rad zu drehen. Nehmt euch den Acht vor Blau. Weil es deine Farben ist. Das Rad-Event. Titan! Hallo Titan! Das ich muss hier hinten erstmal hin, hier irgendwas machen. Ja, wir müssen die Flaschen verteilen. Ja, ich konnte das Rad jetzt eben nicht drehen. Ich gehe mal raus hier, ne? Ich kann das nicht starten. Jetzt geht's los. Jetzt kommen wir wieder rein, jetzt geht irgendwas. Und vor was müssen wir das verteidigen? Das irgendwie plötzlich? Kommen doch jetzt Gegner hier. Maulwurf. Ja. Und diese Krabben hier, die kleinen Viecher. Angelo, ein bisschen Katze, oder? Genau das ist er. Chain. Das hat ein anderer gestartet, das Rad. Jetzt, deswegen konnte ich da nichts dran klicken. Aber das funktioniert ja genauso. Man kann ja gemeinsam hier. Also es müssen diese Cola-Flaschen verteidigt werden, ne? Ich bin bei Titan auf der Seite, hier ist alles safe. Sehr schön. Und da hinten ist noch einer. Ja, die Flaschen müssen halt geschützt werden, die raus. Hi Titan! Gehen wir wieder am Plan. Boah, war das aufregend! Ah, die Dialoge sind auch lustig, ne? Finde die goldenen Krokis. Die stehen auf die Bänke rum. Nur eins gefunden. Jetzt geht's weiter. Blau. Load on Bean, Angriffswelle.
Hühnerjagd. Hühnerjagd. Fang die Hühner. Wollte ich die nur berühren, ja, hä? Ja, mit E. Auch mit E. Mit E oder glaube ich, ne? Nice hey. Job. Toll. Drück den Knopf. Zensurbalken. Was ist denn? Schieß dort. Wir haben gewonnen! Wuhu! Gut gemacht! Auf bald wieder und Ring am Rad! Machen wir! Ring am Rad! Bauplan, oh, Nuka-Cola, Werbeabsperrung. Heiß. Kannst du absperren jetzt? Ich hab einen Zirkusvorwurf gekriegt. Nuka-Cola-Kistenspende. So, was haben wir hier gekriegt? Schauen wir uns das gleich mal an hier. Und zwar habe ich diverse Baupläne. Flaschiballon, Corki-Ballon, mutierter Goldfisch, Nuka-Cola, Nuka-Kate, Schneekugel, Nuka-Cola-Ballons, Nuka-Cola-Werbeabsperrung und eine Weissagung Rad des Schicksals aufrecht. Toll. Das Rad des Schicksals dreht sich für jeden immer vor. Genießen Sie das Leben. Irgendwann geht es wieder bergab. Ihre Glücksnuka-Geschmacksrichtung ist Nuka-Grape. Das stimmt gar nicht. Ich mochte noch nie Nuka Grape. Ich trinke nur die blanke Nuka Cola. Schon genau, immer. Mit echtem Zucker, ne? Oder die Dark. Die mag ich auch, ja. Scary Fun Wild. Weird. 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 It's weird. Ach so, was ist hier? So. Okay. Mysteriöser Stachel. Was habe ich gekriegt? Ein Prügelklatscher habe ich gekriegt. Na, den behalte ich doch. Erik, mhm. Wo steckst du? Ich bin hier gerade hier oben und nehme die Waffen auseinander. Ich wollte da was schenken, ey. Er wollte den Prügelknaben da austesten. Nein, ich wollte Erik meinen ganzen Schrott zukommen lassen. Das mache ich doch immer mit Erik so. Stimmt's, Erik? Mhm. Ne, hier ist ein Fremder bei, Erik. Ich leg das hier mal oben auf die Plane rauf, auf den Automaten. Hier auf die Plane, Erik. Mit dem Prügelklatsch hast du bei dem Hau dem Lukas immer das Maximum. Ja, das werde ich nämlich gleich mal ausprobieren. Danke, Pete. Ey, Ironhorn. Hase, guck mal auf meinen Rucksack hinten drauf. Wo bist du? Du warst ja gerade an meiner Pause. Bitte schön, Erik. Merci. So, was haben wir jetzt hier? Das ist Gas, oder was ist denn das? Feuerbehälter? Naja, ich habe Corki-Anhänger dran. Ach, ja. Sieht vor Weitem sieht's aus wie so eine Lackierung. Jetzt, wenn ich näher bin, sehe ich, dass es Anhänger sind. Ja, das ist ein Feuerwehrbehälter. Oh, nice! Na, die behalte ich. Also, die Kanone. Tatsächlich so. Wie schön war für Silvester. Oder ist es nur das Ding für den Rucksack? Erik, genial.
Na, die Klamotten sind wir aus dem Atomic Shop. Ah. Aber die gibt noch was Geiles. Raider Schädel, Gas und da wir einfach. Alles klar, Erik, was lade ich hier für Munition rein? Was nimmt die? Warte mal. Waffen. Na, Kanonenkugeln. Ach, die ganz normalen und die wandelt die dann in diese Effekte um, ja? Richtig. Dann muss man ja jetzt die Kanonenkugeln auch noch aufheben, die ich immer weggelegt habe. Ja. Sind ja auch sackschwer. Na, ich hab schon. Na, ja, eben, genau, Piet. Gibt's da nicht eine schöne Munitionskiste? Dann halt mal eine Tüte Kanonenkugeln mit dir rum, dann weißt du, was das wiegt. Oh, nice, Leute. Ja, das ist cool. So, denn den Prügelknaster, den teste ich jetzt gleich mal. Oh je, also wenn einer mal den Livestream schauen möchte, also der sieht nicht so gut aus, der sieht nicht gesund aus hier, der Junge. Oder der die Frau. Stimmt. Sieht bei mir auch so aus. Ich ja? sehe nur im Livestream. Weil wir sind ja hier im Zirkus, da kann das schon mal so vor so sein. Das soll es bestimmt so sein. Oh, mit dem Prügelklatscher geht das aber ab. Ja, ja, zapp voll hoch. Ah, nee, Thorsten, ich muss korrigieren. Bei mir hat dieser Charakter eine Power-Rüstung. Ja, deswegen, bei mir gar nichts. Oh, nice. Das macht ihr mit dem Prügelklatscher, macht es ja richtig Laune, ey. Prügelklatscher, was ist das? Das ist dieser Raketenhammer, den du hier gekriegt hast. Kann sein, dass es mit jedem Raketenhammer funktioniert, aber den habe ich halt jetzt gerade. Stimmt, den habe ich auch hier, sehe ich mal. Aber der sieht gut aus. Er gefällt mir. Den finde ich total genial. Problem ist, Raketenhammer sind so schwer. Ja, ist alles sehr schwer. Wie viele Punkte mache ich hier? Oh, ja. 1500 Punkte. Bei was? Ah, hier beim Profhauen auf das Ding hier. Hast du 1500 Punkte gekriegt? Ich habe 150 gekriegt. Nee, ich meine, da steht oben rechts, ich habe 220 Marken. So. Du musst natürlich einen schweren Angriff machen, wenn du drauf haust. Ne? 260. Bei den Maulwurf-Dingern musst du ein Messer nehmen, kannst du schneller zuschlagen, habe ich 500 gekriegt. Wie mache ich einen schweren Angriff hier, Lexi? Gedrückt halt. Auf Alt. Alt-Taste. Das ist ein schwerer Angriff? Okay. Das kannst du mit der Waffe auch zuschlagen. Also Melee-Angriff. 150 habe ich hier bloß nicht gekriegt. 30. Nee, oben rechts bei den Quest-Dingern steht dann da, wie viele Punkte du beim Automaten gekriegt hast. 1500. Ach so, jetzt sehe ich durch, Lexi. Und dann kriegst du deine Arcade-Marken, ne? Ja. 1500, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na Mensch, ich habe ja schon 9000. Das lohnt sich ja hier. Doch. Das ist ja cool. Das glaube ich aber nicht. Doch. Da verbringen wir hier wirklich die Zeit an diesen Auto.
Also das Maulwurfsding ist nichts für so ein bewegungsleger Szenen. Alter, da kannst du aber Punkte mitmachen an dem Ding, Lexi. So. Weil jetzt krieg ich nur noch 150 Punkte. Hm? Ich habe jetzt 10.000 eben, ja. Das hat sich gelohnt. Also insgesamt jetzt. Ja, mit dem Fuß draufstehen, dann geht das natürlich auch. Eine Oase. Stehe ich mit dem Fuß drauf? Ich habe Videobeweis, das weißt du. Okay, habe ich nicht gesehen, wenn ich davor stehe. Ach, das Blutswenste. Ich habe schon Quasselkram. Hi Lars! Lars, du siehst so gut aus. Das sagst du doch zu jedem. Ehrlich? So. Alter, sag mal, ich treffe nicht mehr. Ja. Also es sind doch die... Bruno, der Kraftbord haben wir hier. Hallo und willkommen bei... Hallo Bruno. Und ich bin Bruno. Bruno. Und das ist die fantastische Luca Kay. Was kann ich tun, um Sie heute zu beeindrucken? Tja Bruno, was soll ich sagen? Schick mir 40.000 Kronkorken rüber auf mein Konto, dann ist die Sache geritzt mit uns. Besonders. Sehen wir, wie Sie sich gegen Bruno schlagen. Okay, fordere Bruno mit Stärke heraus. Aha, und denn? Ah, wie ich sehe, sind Ihnen Kraftproben nicht fremd. Schick dir Bruno, wer der Stärkere ist. Noch kurz auf die Panik. Alles klar, ey. Wir stellen schönen Gruß. Fall nicht rein. Gib es auf! Es gibt Chloe den Clown. Genau. Clone die Clown. Witze bieten Spaß für die ganze Familie. Das dachte ich mir schon. Den Spruch hätte ich auch so daher beten können. Für ein paar Kronkorken wirft sie einen Blick in ihre Zukunft. Okay. So, also was machst du hier? Ich bin der Kraftbot. Ich mache Werbung für das Spiel Flammenwerfer. Yeah! Ich sorge auch für Sicherheit und helfe Personal und Besucher. Also, Besucher, wie kann ich Ihnen helfen? Siebenstein, sag mal was. Wie geht's dir? Sie brauchen Stärke, um den Hammer zu heben und Ausdauer, dem Luftwiderstand entgegenzuwirken, um vor Publikum aufzutreten, sowie Kraft und Beweglichkeit für den richtigen Schwung. Und Glück, um gegen jede Widrigkeit zu bestehen. Die verschiedenen Stimmen, die er dann hat hier, der Kraftbord. Hey, hier kommt Wasser. So, ich habe jetzt den blutbefleckten Durst. Wo hast du den her? Na, modifiziert an der Werkbank. Wo hast du den Durstlöscher überhaupt her? Na, hier vom Verkaufsautomat. Meist heute gesucht. Ach, ja. Wo ist das? Kann ich jetzt herstellen. Musst du zerlegen, dann kannst du ihn dann herstellen. Ist auf jeden Fall Baby. Wird angezeigt auf der Karte. Oh, beim besten Event gewinnt. Will einfach als öffentliches Event beitreten. Ja, prima, danke. Das ist genial, das weiß ich jetzt, ja. Da war's ja. Das war's.
Jawohl, das ist cool. Jawohl, das ist schön. Iha. Jawohl. So, bereite dich vor. Das ist schön. Das fand ich damals schon genial. Ja! Ne? Aber gestern Uwe, Uwe, du warst ja auch mit bei, ne? Wäre ich? Nee. Beim, auf dem PDR warst du nicht mit bei? Nee, ich hab den BDS ist nicht runtergeladen. Ach, schade. Ich hatte so in Erinnerung, du warst da mit bei. Nee, aber ich hab den Stream mir angeschaut. Doch, wie das war's, jetzt. Genau. Genau. War es nicht PDS? Wege? Das schon. Nicht identifizierter Eindringling. Ja. Freund hat deinen Tunnel findet betreten. Findet Personen zum Knacken. Findet ganz einfach die Sachen und bringt sie zum Waggon. Widerlicher Tunnel, du. Die ersten 20 Eindringlingsschlüssel. Du müsst jetzt überall rumrennen und die Tresore suchen. Mhm. Mhm. Ja, bei der gelben Kutsche rein. Wo ist die Kutsche? Ja. Ja, wenn du mitten durch steht. Wenn wir mitten durch das Bienen. Okay, ich hab wohl die Kutsche beladen. Ich hab meine Laune hier rein. Das geht nicht. So, die ersten 80 neu geschmissen. Ja. Wie viel braucht er? 600 musst du sagen, ne? 600? Okay. Wie sagt der gottverdammte Idiot zu dir? Weil er es kann. Lexi, was wolltest du auf dem Klo? Ist zugeschlossen, kommst du rein. Verdammt. Du schließt ab. Hey, das gehört mir! Wieso denn? Ich hab dir das jetzt weggenommen, was willst du denn da? Volltreffer! Den Ach, nee! Das ist ein wohlverdienter Bonus! Hat sich der Scheiß aufgehängt. Was hat sich aufgehängt? Na, das Spiel wird doch. Echt? Na dann. Also noch. Wir sind über 6-10, jawohl. Jetzt hat er ja noch nicht abgelaufen. Dann müssen wir verteidigen. Genau. Ach so. Ja. Ja, ich ja. Muss es. Da kommt der Sheriff noch. Sheriff noch, oder? Muss reparieren, okay. Oder was? Geschützt meinst du. Harry muss reparieren. Und dann ist es vorbei. Harry muss reparieren, oder was? Nein, ich muss es killen. Geht schon wieder nicht. Wow. Harry spielt ja, kaputt. Hat deinen Channel verlassen. Oh nein, die Kavallerie. Hallo Lipnip. Der Waggon sollte lieber nicht. Ich hab schon 10-mal doch gesagt. Hallo Philipp und recht herzlich willkommen im Livestream, Philipp. Dort einer Level 1111. Guten Tag Philipp, bist du da? Was macht der Philipp? Man muss gleich das Spiel wieder neu starten. Der Ton ist wieder weg. Hast du schon alle Bomben geworfen oder gehen noch welche? Ja, kannst auch drei werfen. Drei kannst du werfen. Wir haben zwei, haben wir erst geworfen. Nein, einen haben wir geworfen. Ja, eine. Oh, hier kommt der Sheriff. Da kippst du ein Schild. Der hat den Waggon im Blick. Zeit ist um! Oh ja! Wir haben gewonnen! Ich hab Gunther Schießeisen! Genießt den Sieg bei einer eiskalten Nuka-Cola!
kommt ruhig mal wieder für eine Runde vorbei, ja? Machen wir. Jetzt darf ich diese ganze Unordnung beseitigen. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem Let's Play. Der Livestream bleibt. Das Let's Play ist hiermit zu Ende. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss.